Project Unternehmensdialoge sind in eine neue Saison gestartet. Wir hatten eine tolle hybride Veranstaltung mit dem Schwerpunkt IT. Wir hatten spannende Unternehmen vor Ort und vor allem den Arbeitsminister Kocher. Ich glaube, die Digitalisierung bietet große Chancen, die wir jetzt auch gesellschaftlich nutzen müssen. Auch vor allem für Menschen, die eingeschränkt sind, die behindert sind, weil digitale Lösungen dazu beitragen können, sie besser auch am Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir stellen Menschen mit Behinderung in unterschiedlichen Gebieten ein, zum Beispiel als Softwareentwickler, als Data Analysts, als Data Scientists, aber auch in Bereichen, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kontakt zu Kunden haben. Es zählt die Kompetenz, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen und nicht die Behinderung. Also bei der AFB in Österreich arbeiten derzeit 73 Mitarbeiter, 50% davon Menschen mit Beeinträchtigung. Wahrscheinlich die höchste Quote, die man in dem Bereich in Österreich finden wird. Auch in den letzten Jahren haben wir es immer wieder gesehen, dass wir auch stärker als der Mitbewerb gewachsen sind. Somit ist das eines unserer Erfolgsmodelle. Sie können diese 15% von Menschen mit Behinderungen integrieren in den Prozess entweder der Arbeit oder auch in den Prozess des Verkaufs ihrer digitalen Produkte. Im Design brauche ich Menschen, die tatsächlich betroffen sind. Die können am besten diese Software so designen, dass die barrierefrei bedienbar ist. Fabersoft profitiert von meiner Behinderung direkt. Ja. Also wir entwickeln die komplette Graphical User Interface für Fabersoft. Es ist einfach barrierefrei von Anfang an. Wir sind sehr froh, dass wir sehr viele Expertinnen begrüßen konnten, die uns ihre Sicht der Dinge erzählt haben. Eine davon war unsere Moderatorin. Ich denke, es hat durchaus viel Wert, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, weil einerseits diese oft Fähigkeiten mitbringen, die auf eine Weise anders ausgeprägt sind, dass man sich zum Beispiel als blinder Mensch sehr intensiv auf eine Sache konzentrieren kann. Und andererseits ist die soziale Komponente sehr, sehr wichtig, die ganz von selber entsteht, wenn man in so einer Firma integriert ist. Autismus in kurz bedeutet, dass das Gehirn sich sehr stark auf einzelne Details und Abweichungen konzentriert. Typische Stärken sind eben große Detailgenauigkeit, lange Konzentrationsfähigkeit, auch oft die Fähigkeit, sich in eine komplexe, repetitive Thematik einzuarbeiten und es aber auch gerne zu machen. Unsere Erfahrung war es, und ich nehme jetzt das Beispiel wiederum des Autismus-Spektrums, dass eine gute Begleitung, ein gutes Ausprobieren ein ganz ein wesentliches Erfolgskriterium ist. Da können Partner wie Spezialisterne in diesem Fall sehr gut helfen mit Erfahrungen, worauf es ankommt, wie man es angehen kann. Und man lernt irrsinnig viel dabei. Ich würde Unternehmerinnen und Unternehmern noch viel mehr ans Herz legen, auf Fortbildung und Weiterbildung zu setzen. Denn gerade die Trends der Digitalisierung könnten auch Personen mit Einschränkungen extrem helfen. Und das sind Trends der Zukunft. Warum dann nicht auch wirklich die Digitalisierung nutzen? Ich nehme mit, dass es viele Unternehmen gibt in Österreich, die Menschen mit Behinderung, mit gesundheitlichen Einschränkungen schon integrieren und dass sie davon sehr stark profitieren. Ich glaube, dass das auch alle anderen machen sollten. Alle wollen eigentlich das Gleiche, alle wollen eine Integration am ersten Arbeitsmarkt. Und das war wieder, wenn da 50 Leute im Raum sitzen, die das Gleiche wollen, also das hat mich wieder wirklich motiviert.